Rupprecht Geiger ist hauptsächlich für seine Gemälde und Druckgrafiken bekannt, jedoch entstehen im Laufe seiner Schaffensjahre zahlreiche Tempera-, Gouache-, Aquarell-, Kreide-, Acryl- und Graphitzeichnungen. Schon früh, um das Geschehene und Gesehene zu verarbeiten, hält er während des Zweiten Weltkriegs Landschaften und Stillleben in seinen Tagebüchern und auf Papier fest. Es entstehen Werke, die die kargen russischen Landschaften von Moskau abbilden und Gouachen, in denen er die Farbexplosion des Mittelmeerraums in Griechenland nach seiner dortigen Stationierung zu Papier gebracht hat. Nach Kriegsende durchläuft Rupprecht Geiger in kurzer Zeit verschiedene stilistische Phasen. Es entstehen surrealistische Landschaften, bei denen Geiger mit Gouache- und Temperafarben fantastische Formen mit einer breiten Farbpalette kombiniert. Ende der 1940er Jahre wendet sich Geiger von der Figuration ab und es entstehen unter anderem eine Reihe an Graphitzeichnungen, die durch organische Formen und Schattierungsflächen bestechen. In diesen farblich zurückhaltenden Zeichnungen schafft Geiger mit den einfachen Mitteln eines Bleistifts und einer Reisschiene fast schwerelose Lichträume. Schicht für Schicht reihen sich festgezogene Graphitlinien übereinander und schaffen einen schweren, undurchdringlichen Block. Ein kräftiger Gegenpol, der die freigelassene helle Fläche zum Leuchten bringt. Auch verwischt er manchmal das Graphit mit dem Handballen zu diffusen Farbwolken. Das Spiel mit hell-dunkel, hart-weich und matt-glänzend birgt unendliche Möglichkeiten für den Künstler. Mit Beginn der 1980er Jahre kombiniert er das Anthrazit des Graphits mit satter, farbiger Ölkreide, um letztere in dieser Konfrontationssituation zu steigern. In den letzten Schaffensjahren wird die Acrylfarbe von Geiger nicht nur auf Leinwand, sondern auch auf Papier aufgetragen. Die Papierarbeiten von Rupprecht Geiger machen einen großen Teil seines Werkes aus und reihen sich zu den Gemälden und Druckgrafiken ein.